die Sportlerinnen und Sportler war immer Verlass. Und das ist, dessen bin ich mir sicher, auch künftig so. Katharina Witt wird von Honecker hofiert. Im Gegenzug erwartet er Linientreue. Eine Aufgabe, die Katharina pflichtgetreu erfüllt. Sie ist Mitglied der FDJ, später Parteigenossin und Volkskammerabgeordnete. Bei meinen Vorträgen auf dem Eis darf ich nicht sprechen. Das gibt Punktabzug. Hier bei euch kann ich den Mund schon mal aufmachen, weil das ja unter uns sowieso üblich ist. Überhaupt sind wir Sportler unseres Landes immer dabei, wenn es darum geht, unser sozialistisches Vaterland, die Deutsche Demokratische Republik, gut bei den internationalen Meisterschaften zu vertreten. Also ich habe die Reden wirklich freiwillig gehalten und das hat einfach dazugehört. Ich bin in dem Land geboren, ich bin da aufgewachsen und bestimmte Sachen gehörten für mich einfach dazu. Und ich habe auch wirklich ehrlichen Herzens dran geglaubt und habe mich auch dafür bedankt. Dafür, dass ich meine Sportart ausleben durfte und dass ich jegliche Unterstützung bekomme. Sie darf Eislaufen. Sie darf im Arbeiter- und Bauernstaat etwas Besonderes sein. Und sie darf dessen Grenzen überwinden. Na, es war natürlich so, dass man in der DDR nicht einfach sich ins Flugzeug setzen konnte und wohin fliegen. Es war ja doch nicht genehmigt, wir nannten das ins KA, ins kapitalistische Ausland zu reisen. Und deswegen war das natürlich was Besonderes, als Sportler mal nach Amerika fliegen zu dürfen oder nach Japan oder in die damalige BRD. Und das war dann schon so eine Art Ansporn. Dabei sollte es das Selbstverständlichste von der Welt sein. In der DDR nichts nehmen, sondern ihr etwas geben. Denn er fürchtet, sein Star könnte den Lockungen des Goldenen Westens erliegen. Was sie natürlich nicht gewusst haben, dass ich natürlich tief im Inneren meines Herzens wäre kein Scheck hoch genug gewesen, um meine Eltern zu verlassen. Um den Star zu halten, bietet ihm die Staatsmacht, was sie bieten kann. Eine Einraumwohnung im Plattenbau, einen Nussknacker, damals schwer zu bekommen, einen neuen Lada und wenn Kathi mag, auch Cappuccino und Kinderschokolade. Ja, hat man natürlich versucht, mich durch mehr Privilegien zu halten. Dass man geguckt hat, was braucht sie denn noch, was könnten wir ihr denn bieten, dass sie ihre Leistungen ein Jahr weiter bringt, dass sie natürlich weiterhin mit den Goldmedaillen nach Hause kommt, aber dass sie überhaupt wieder heimkommt. Und sie hatten wahrscheinlich Angst, weil ich mittlerweile ja auch sehr, sehr bekannt war in der ganzen Welt, dass wenn ich jetzt wirklich abgehauen wäre, also die gesamte Glaubwürdigkeit mit aus dem Fenster geflogen wäre, weil ich habe ja auch immer in Interviews dann immer zu meinem Land gehalten und habe gesagt, ja, also ich lebe weiterhin gern in der DDR und wie das da auch ist, ich finde das auch alles richtig. Oder in der Schule wie im Sport, es gehört alles zusammen. Kathi hält zur DDR und die braucht ihr Aushängeschild mehr denn je. 1987 steht sie auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Nachdem sie in Cincinnati gegen die amerikanische Konkurrenz zum dritten Mal die Weltmeisterschaft gewinnt, bereitet ihre Heimatstadt Karl-Marx-Stadt Katharina einen begeisterten Empfang. Dass du es geschafft hast, in der Höhle des Löwen deinen Titel zurückzuholen und das in einer Art, die uns tief beeindruckt, ja fasziniert hat, sodass wir voller Hochachtung alle den Hut vor dir ziehen. Also ich war mir schon meiner Position bewusst und ich war damals auch in einer wirklichen Position der Stärke. Also, dass ich ein bisschen Bedingungen stellen konnte. Katharina ist 22. Ihre Wettkampfkarriere neigt sich dem Ende zu. Doch Eislaufen möchte sie auch in Zukunft, am liebsten in einer internationalen Show. Ihre Trainerin unterstützt sie in diesem Wunsch. Aber dass ein Spitzensportler der DDR in den Profisport wechselt, ist eigentlich undenkbar. Also ich denke schon, dass man dann vielleicht hintenrum, dass die Staatssicherheit damals der Sportführung einen Wink gegeben hat und von der Sportführung wieder hoch auf die Regierung. Ich meine, die Entscheidung damals, dass ich bei Holiday on Ice mitmachen darf, ist ja wirklich bis ins höchste Amt gegangen, also bis zur Regierung, damals dann
Egon Krenz, der in Vertretung von Erich Honecker dann wirklich die Genehmigung geben musste. Die Staatsführung kann Kathi nicht halten, will sie aber auch nicht verlieren. Allerdings war natürlich die Gegenbedingung, die musste ich erstmal erfüllen, dass ich mit meinem zweiten Olympiasieg nach Hause komme. Katharina erfüllt ihre Pflicht. In einem Showdown mit der Amerikanerin Debbie Thomas gewinnt sie 1988 in Calgary ein letztes Mal Gold für die DDR. Aber wem gehört Kathi eigentlich inzwischen? Did you like her? She was excellent. Yeah. She's a wonderful skater. Fantastic. Absolutely. Honecker glaubt immer noch, sie gehöre ihm. Hervorragende Leistung zur Ehre und zum Nutzen unserer Deutschen Demokratischen Republik finden seit jeher die besondere Anerkennung unserer Gesellschaft. Noch immer erhält sie Ehrungen und Auszeichnungen der DDR. Doch im Grunde hat sie das sozialistische System schon hinter sich gelassen. Seit 1988 verdient sie richtig Geld bei Holiday on Ice. Allerdings kassiert der Staat den Löwenanteil der Gage. Was im Land los ist, bekommt sie nur am Rande mit. Etwa die Proteste während einer Parade zu Ehren Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs. Die Demonstranten nehmen die... Auch die Idole ziehen nicht mehr so wie einst. Viele DDR-Bürger sehen Katharina Witt nicht mehr als ihre Kathi. Als sie im Juni 1988 ein Rockkonzert anmoderiert, schlägt ihr Unmut entgegen. Ich hoffe, Katharina, du bist nicht allzu nervös, ohne Schlittschuhe, ohne Eis. Na klar bin ich nervös, weil ich heute hier etwas mache, was ich noch nie zuvor getan habe. Und ich hoffe, ihr habt ein Einsehen, wenn man etwas nicht ganz so plötzlich kommt, wie bei einem Profi. Natürlich bin ich ausgepfiffen worden. Man darf aber nicht vergessen, dass eigentlich ich nicht als Person in dem Moment ausgepfiffen wurde, sondern eher ich das Symbol war, die da jetzt für die DDR stand und ich benutzt wurde, um das System auszupfeifen. Instinktlos bis dort hinaus. Sie sagte, ich war ja gerade erst so und so wieder in Kanada und da traf ich bei einem Empfang Brian Adams. Er ignoriert es bis zum Schluss. Unsere Republik gehört heute zu den 10 leistungsfähigsten Industrienationen der Welt, zu den knapp 2 Dutzend Ländern mit dem höchsten Lebensstandard. Doch ihr Aushängeschild ist der DDR abhanden gekommen. Wenn ich hier gewinne, dann gewinne ich für den Sozialismus. Ich habe gedacht, ich gewinne das für mich und eigentlich mehr für die Leute, die am Fernseher zuschauen, weil man hat ja immer unheimlich Post bekommen und viele Leute haben einen angesprochen in der Kaufhalle, egal wo das gewesen ist. Und man hat das für die Menschen getan. Natürlich ist man nach Hause gekommen und hat dann einen offiziellen Empfang gehabt und man hat sich auch gefreut und gedacht, wow. Man wird hier vom Obersten, vom Generalsekretär empfangen. Ich meine, klar, in dem Moment hat man da auch einen gewissen Stolz. Sie, Genosse, Erich Honecker, stehen als Freund des Sports immer an unserer Seite. Wir sind sicher, auch Sie hatten ein paar schlaflose Nächte. Man hatte mir eigentlich einen Text vorgegeben. Und ich habe aber gedacht, nee, ich will meine eigene Rede halten. Und dummerweise war die eigentlich noch mehr Lobhudelei als das, was in dem Text drin gewesen ist, was man mir vorgegeben hat. Also, aber um ehrlich zu sein, ich habe in dem Moment dran geglaubt. Also ich habe eine wirkliche Dankbarkeit empfunden gegenüber vor allen Dingen den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, weil für mich das immer klar war, durch ihre Arbeitskraft wurde uns das zur Verfügung gestellt, dass wir Sport treiben konnten kostenlos, also wir dafür nicht bezahlen mussten. Und deswegen war auch so eine Dankbarkeit da und natürlich dann gegenüber dann dem Staat, der das ermöglicht hat. Also das kam in dem Moment schon wirklich aus tiefstem Herzen, was natürlich im Nachhinein dann völlig schizophren vorkommt. Aber in dem Moment war es einfach wahr.
Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich in unser aller Namen ganz besonders bei Ihnen für Ihr persönliches Interesse und Engagement zur Förderung des Sports der DDR zu bedanken.